Das ist eine sehr, sehr schlechte Idee, dass die WM in Katar ist. Wir in Deutschland, selbst wenn wir 80 Millionen schauen, Hand aufs Herz, das interessiert niemanden. Eine Party auf den Gräbern von 15.000 Menschen. Du sagst Party go. Warum? Weil es sich nicht ändert, wenn man wegschaut. Sollen mehr Leute hingucken, wie die umgebracht werden? Tausende tote Arbeiter, Homosexualität steht unter Strafe und fürs Klima eine Katastrophe. Trotzdem findet sie statt, die WM in Katar. Unbedingt boykottieren, sagt Micky Beisenherz, während Jonas Hummels das völlig anders sieht und meint, wenn wir alle hinsehen, wird sich Katar zum Besseren verändern. Spätestens wenn das Turnier beendet ist und niemand mehr hinguckt, fallen natürlich alle in ihre alten Muster zurück. Ich wette meine letzten vorhandenen Knorpelzellen in meinen beiden Knien, dass Micky Beisenherz diese WM anschauen wird. Also, WM mitfeiern, boykottieren oder gibt es irgendwas dazwischen? Darüber streiten wir bei mir auf der Couch und ich verspreche dir, es geht um viel mehr als nur um Fußball. Ihr beiden, herzlich willkommen, Micky Beisenherz, Jonas Hummels. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, ja, freue mich. Noch kein Blick füreinander. Ich habe kurz gewagt. WM in Katar, gute Idee oder nicht? Das ist eine sehr, sehr schlechte Idee, dass die WM in Katar ist, weil es wirklich, finde ich, der ultimative Sündenfall ist. Klar. Volle Zustimmung. Also ich glaube, jeder, der, weiß ich nicht, bis eins zählen kann, würde diese Meinung vertreten. Es ist eigentlich eine Farce, eine absolute Tragödie eigentlich. Wir sind uns erstmal einig, WM in Katar, da gibt es viel zu kritisieren dran, Haken aber auch dran, ist jetzt so. Toni Kroos hat schön gesagt, Fakt ist, das Turnier wird stattfinden, WM gucken, WM boykottieren oder eben nicht. Klare, kurze Antwort von euch. Jonas, du zuerst. WM schauen. Kurz und klar. Micky? Nicht gucken. Nicht gucken. Dann helft mir beide, wir gehen tiefer rein in euren Streit. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich selber damit wochenlang und monatelang auseinandergesetzt, ob ich diese WM überhaupt schauen will. Nachdem ich alle Seiten oder beide Seiten in dem Fall ja betrachtet habe, glaube ich, dass es wichtiger ist, hinzuschauen und aufzuklären, als wegzuschauen. Ich bin aber nicht allzu pessimistisch, sondern eher realistisch, wenn ich sage, dass es durchaus etwas auslösen kann, wenn Zuschauer fehlen, weil dann halt einfach irgendwann das Geld fehlt. Ganz konkret geht es ja um tote Arbeiter. Es geht um die Rechte von Homosexuellen. Es geht um Frauen, die unterdrückt werden. Und da will ich jetzt mit den beiden rein. Ja, ist das eine Teambuilding-Maßnahme, die du mit uns... Ich habe Bilder rausgesucht, die uns zur WM vielleicht gerade mehr oder zumindest auf den zweiten Blick dann vielleicht auch noch erstmal weniger beschäftigen. Ihr pickt bitte die Bilder raus, die euch am meisten vielleicht triggern, sagen wir es so. Ja. Und auf der Rückseite steht was drauf. Da bitte ich euch, das dann einmal vorzulesen. Wer fängt an? Micky, du siehst gerade schon so. Das Bild, was mich, also Hitler ist natürlich sehr, sehr einfach. Ja. So, aber der hat ja jetzt, der war ja nie Teamchef in dem Sinne. Deswegen nehme ich jetzt das Bild. Denn du musst jetzt schauen, nachdem du das dann einmal vorlesen, was hinten drauf steht. Für Katar gibt es eine neue Kapitänsbinde, ein Herz in bunten Streifen. Die Aufschrift One Love soll ein Zeichen für Vielfalt setzen. Zuvor hatte Manuel Neuer immer die offizielle Ringbogenflagge der LGBTQ+-Bewegung als Kapitänsbinde getragen. So, warum nimmst du das als erstes? Also für mich ist es exemplarisch für die verschämte Haltung der FIFA, aber in diesem Falle des DFB, gegenüber ihren eigenen Werten, die sie ja sonst immer extrem zur Schau stellen. Und da, wo es dann mal wirklich um etwas geht, wo es gilt, und zwar im Ausrichterland Katar, da versteckt man dann plötzlich die Regenbogenfarben wieder so völlig verschämt in so einem Herz. Das ist eigentlich sehr, sehr exemplarisch für diese Gebrauchsethik, mit der man auch in dieses Turnier geht. Also man will zwar ein Zeichen setzen, aber halt eben nicht so laut und deutlich, dass das irgendwem von den Gastgebern, ich glaube, das muss man in dem Fall auch nicht gendern, unangenehm auffällt. Gebrauchsethik, schönes Wort. Was sagst du bei dieser Kapitänsbinde, die jetzt angepasst wird? Ich finde, Micky hat es gut gesagt. Ich finde, das ist, also mich triggert das schon auch, jetzt nicht in demselben Maß, glaube ich, wie Micky. Wäre nicht dein erstes Bild gewesen. Wäre nicht mein erstes Bild gewesen, nee, aber es ist, ja, dafür ist mir die Symbolik fast schon wieder zu klein. Da finde ich, kann man bessere Symbole gebrauchen. Ich finde, die Symbolik, die ist auf einer anderen Art extrem stark. Nur nicht das Symbol, was es eigentlich aussagen soll. Die Symbolik ist relativ deutlich. Und zwar, wenn es dann um den Kommerz geht, dann sind wir auch willens, unsere eigenen Werte hinten anzustellen. Es gab sicherlich schrecklichere Bilder, beispielsweise die Bilder von den Unterkünften der Arbeiterinnen und Arbeiter in Katar. Aber was mich wirklich am meisten getriggert hat, deswegen hatte ich das Bild ja auch ausgewählt, ist halt die Binde. Die Dänen sagen, wir legen
eigene Schippe drauf, damit man es besser sieht. Schwarze Trikots, der Sponsor will nicht gesehen werden in dem Land. Wie nimmst du das wahr? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wahrscheinlich sogar das sich bestverkaufende dänische Trikot ist, zumindest seit 1992, würde ich mal schätzen. Also wenn die Leistung entsprechend auch noch ist, wird das wahrscheinlich durch die Decke gehen, weil es ja super, du sagst es ja richtig, super simpel ist, Haltung zu beweisen und auf die Art und Weise dann halt nebenbei auch noch für ein super Image zu sorgen. Jonas, welches triggert dich am meisten? Genau, also da gibt es auf jeden Fall jedes triggert. Mich hat am meisten das hier getriggert. Für unseren Torjubel starben 15.000 Menschen. Wer Fußball liebt, darf über die toten Arbeitsmigranten in Katar nicht schweigen. Dort ausgetragene WM findet symbolisch auf deren Gräbern statt. Samir El-Wassil im Spiegel hat das gesagt. Wenn man dann diese Arbeitslager sieht und sowas, das macht natürlich die, oder ruft eher diese Wut über die Vergabe wieder vor. Und das war tatsächlich, also mal ein guter Move, muss man sagen, von Leon. Aber es war für mich eher schwer anzuschauen. 15.000 Tote, eine Zahl, über die auch immer wieder gestritten wird. Ich glaube, dass Tausende gestorben sind, darüber streitet keiner mehr. Ja. Eine WM als Party auf Gräbern. Hast du das vermutet bei dem Bild? Ja, voll. Das steht natürlich, also ich meine, das ist ein fast schon gut ausgestattetes Arbeitslager für Katar, muss man sagen. Also da gab es auch Bilder, die waren noch viel erschreckender. Also ich finde, es steht so ein bisschen symbolhaft für diese gesamte WM. Also in einem Land, in dem es keine Infrastruktur gab, in dem die Stadien zu 99% wahrscheinlich nicht wirklich Wiederverwendung finden danach. In einem Land, das runtergeheizt wird, in einer Klimakrise, in der wir uns befinden, Energiekrise, in der wir uns befinden, ist das einfach eigentlich die Absurdität überhaupt. Also diese Fotos haben natürlich dafür gesorgt, dass diese Wut wieder zum Vorschein kam, die ursprünglich bei dieser Vergabe entstanden ist. Also so dieses Warum dort, warum mitten in der Wüste, warum in diese Ressourcenverschwendung im Winter, warum in diese menschenrechtswidrige Situation hinein. Aber nur weil man ja irgendwie darüber berichtet, kann man vielleicht auch was ändern. Die kritische Frage übergebe ich deinem Gegenpart auf der Couch. Ja, es ist ein sportlicher Vulgarismus, der da nun wirklich seinen absoluten Zenit erlebt. Du hast ja eben schon gesagt, nicht gucken, ich feiere nicht mit. Genau. Du sagst doch, Party go. Warum? Weil es sich nicht ändert, wenn man wegschaut. Also jetzt ist das Ganze ja viel, viel zu spät. Die Vergabe war 2010, 2017 wurden Menschenrechte in diese ganze Vergabekriterien erstmal hinzugefügt. Aber hinschauen werden wir sowieso noch, alleine schon deshalb, weil es andere Länder gibt, wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder Katar, auch wenn es um die Energieversorgung geht. Das heißt, wir werden sowieso gezwungen sein, hinzuschauen, allerdings auf Grundlage anderer, in Anführungsstrichen, Events. Ich sag ganz ehrlich, ich hatte erst Sorge, dass das hier nach 5 Minuten fertig ist. Der eine sagt Boykott, der andere sagt Nein. Aber schon jetzt in diesem Streit merken wir, wie viel da drin steckt und wie viel gleich noch kommen kann. Guter Punkt, um vielleicht das nächste Bild mal zu nehmen. Also er triggert mich in diesem Falle eher, muss ich fast schon sagen, humoristisch. Aber er ist ja selber immer auch gefühlt 100% getriggert. Uli Hoeneß, Doppelpunkt. Die WM und das Engagement des FC Bayern in der Golfregion werden dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter dort besser werden. Das sollte man endlich mal akzeptieren und nicht ständig auf die Leute draufhauen. Eines ist klar, den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser und nicht schlechter. Jetzt muss man natürlich dazu wissen, der FC Bayern hat ja sowieso eine Partnerschaft mit Katar. Da gibt es, weiß ich nicht, 17 Millionen oder so im Jahr. Also da kommt schon ganz ordentlich was an Geld zusammen. Und dieser Satz, den Arbeitern geht es in Katar durch die WM besser und nicht schlechter, da gibt es ja nun relativ aktuelle Berichte von Amnesty International, dass das eben nicht so ist. Also ich sehe das natürlich nicht anders, aber ich glaube, wenn man eben diese Brücken überhaupt irgendwie bauen will, dann muss man anfangen, in diesem Diskurs eben zu sein. Und wenn man ein bisschen diese ganze Region versteht oder auch wie sensibel diese Leute da vor Ort sind, und ohne die geht es ja nun mal nicht, wenn man eben nur draufhaut und draufhaut und draufhaut, dann machen die noch mehr zu. Kommen wir zum nächsten Bild, glaube ich mal. Du darfst das zurück. Pin, Jonas, du darfst ein neues auswählen. Genau, dann nehme ich. Das passt ja jetzt hintereinander dramaturgisch super. Ja. Exakt. Hitler hat nie Steuern hinterzogen, also soweit ich weiß. Muss man auch mal dazu sagen. Also ich habe dieses Bild genommen. Demokratisierungen und Liberalisierungen durch sportliche Großveranstaltungen, sei es im Fußball, Beispiel Chile 62, Argentinien 78, Russland 2018 oder bei Olympischen Spielen, Beispiele Berlin 36, Peking 22, finden de facto nicht statt und dienen nicht selten zur Stabilisierung und weltweiten Geltung von Unrechtsregimen. Also ich habe vermutet, dass es um Sportswashing geht, durch großartig funktionierende Sportereignisse, nicht sein Gewissen, sondern eher sein politisches Bild oder das Bild, das man nach außen abgibt, ein bisschen zu verbessern. Mir geht es eher darum, dass die Leute anfangen zu verstehen, dass Fußball und Politik ein Gebilde ist. Das ist für dich, Micky, ein Vergleich, der
klar geht, dass man die WM in Katar irgendwie gedanklich in Verbindung bringt mit den Olympischen Spielen unter Adolf Hitler? Naja, wenn es um Sport und Politik, die Verflechtung geht und Sport und der Imagegewinn einer Nation, denn darum geht es ja in erster Linie, dann ist das natürlich ein absolut zulässiges Beispiel. Exakt, trotzdem muss ich dazu sagen, hat dieses Bild auch etwas insofern Hoffnungsstiftendes. Olympia 36 war ja auch der Moment, als Jesse Owens als, ich glaube, Sprinter und als Weitspringer da ja brillierte und Gold geholt hat. Ein Schwarzer, der die Herrenrasse düpiert. Ja. Und das war natürlich im Wohnzimmer von Adolf Hitler. Also es gab ja noch weitere Beispiele bei Olympia. Black Power beispielsweise. Genau, Black Power, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Deswegen finde ich es so passend, weil es ja eine riesige Bühne ist im wahrsten Sinne. Und diese Bühne kann man dann eben nutzen. Und das ist ja quasi diese Argumentation, der ich so ein bisschen versuche zu folgen. So genau dann, wenn eben alle hinschauen, dann kann man vielleicht auch was bewegen, dann kann man vielleicht auch was machen. Wir als Moderatoren oder Kommentatoren planen die Weltmeisterschaft natürlich nicht einfach so zu berichten wie eine normale Weltmeisterschaft, weil es keine normale Weltmeisterschaft ist. Wir wollen kritisch berichten, wir wollen berichten darüber, was gibt es für gute Sachen, was kann man verbessern, was wurde bereits vielleicht verbessert. Wir werden wahrscheinlich vielleicht noch über diese Thematik sprechen, aber ich kann sie ja trotzdem mal anreißen. Das triggert mich natürlich insofern, als dieses Bild im krassen Widerspruch steht zu dem, was wir gerade besprochen haben. Denn dieses Bild ist ja eine Kotau vor Katar, vor einem System, deren Werten wir nicht entsprechen, das uns aber mit etwas beliefert, was wir brauchen, Energie. Ja. So, und also die Grundlast und die Grundversorgung, das steht aber im totalen Widerspruch zum Sport. Denn der Sport, so sehr wir ihn lieben und das Betrachten von Sportereignissen, ist natürlich nicht unsere Grundversorgung. Wir sind nicht davon abhängig. Wichtiger Punkt, Gas viel wichtiger als Sport. Wie siehst du das, wenn du dieses Foto jetzt siehst? Klar, das unterschreibe ich sofort. Diese ganze Pose, du hast es ja angesprochen, ist ein bisschen, okay, wir werfen uns dem Ganzen unter, wir passen uns an. Prinzipiell habe ich kein Problem damit, weil das auch ein Zeichen von Respekt ist gegenüber einer anderen Kultur. Und nur weil das vielleicht nicht unsere Werte sind, das ist eine Kultur, die wir respektieren. Lasst uns zurück zum Fußball und zurück auf die Couch kommen. Ja. Vielen Dank. Bis hierhin, das Thema ist ziemlich kompliziert, haben wir gerade an vielen Fotos und vielen Aspekten schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es so kompliziert ist. Naja, ich hatte schon den Eindruck, wir müssen über WM reden, aber gleichzeitig müssen wir plötzlich über Hitler und Olympische Spiele reden. Es kommt Gas ins Spiel, wir reden über Saudi-Arabien. Es ist schon viel drin. Du sagst trotzdem nicht kompliziert, warum? Weil selten hat man als Individuum im Kollektiv ja eine solche Wirkmacht wie in diesem Falle. Ich hätte es ja auch gefragt. Ja. So schaue ich mir diesen Quatsch in der Wüste an. Also gebe ich mir das? Will ich irgendwelche Funktionäre sehen, die sich die Hände schütteln? Und das Kollektiv schafft es doch nur, wenn Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar nicht mitspielen. Was die beiden hier besprechen, nennen wir in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Habe ich als Person das Gefühl, dass ich was bewirken kann? Brechen wir es runter, machen wir es mal ganz einfach, gucken oder eben boykottieren. Und jetzt sagst du, obwohl das, was du gerade beschreibst, du würdest es trotzdem gucken. Ja. Ja. Während Micky sagt, wir haben doch jetzt als Kollektiv die Chance zu sagen, nein. Vielleicht gehen wir dann ganz konkret da mal tiefer rein. Warum? Du gibst natürlich alles aus der Hand, wenn du wegschaust. Also jetzt ist es, wie gesagt, so, der Fisch stinkt vom Kopf und in dem Fall relativ gewaltig. Das ist dieses ganze Vergabesystem, die FIFA ja selber. Wie werden diese Wettbewerbe denn vergeben? Also was gibt es für Kriterien? Absolut. Es gab keine Kriterien 2010. Ja. Das heißt, man muss da vielleicht mal anfangen, der FIFA nicht mehr das Feld zu überlassen. Ein entscheidendes Kriterium ist ja bei der Vergabe eines, was sich nie ändern wird, was aber in diesem Zusammenhang vielleicht auch sehr hilfreich ist. Denn da, wo die Zuschauer sind, da sind die Sponsoren. Und wo die Sponsoren sind, ist das Geld. Wenn dieses Turnier nicht geguckt wird, dann ist das für die FIFA und vor allem für die Sponsoren einfach keine lohnende Investition. Dass du diese Welle einmal brechen kannst. Das schafft ja nur das Kollektiv. Das Kollektiv schafft es doch nur, wenn Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar nicht mitspielen. Nur dann schaut das Gros. Wir in Deutschland, selbst wenn wir 80 Millionen nicht schauen, Hand aufs Herz, das interessiert niemanden. Ja, das ist natürlich also eine sehr pessimistische Sicht auf die aber Welt. Aber es ist doch so. Die ich jetzt auch nicht völlig, also die unterscheidet sich jetzt auch nicht so massiv von meinem Eindruck. Und ganz nebenbei sind drei von den vier, die ich gerade genannt habe, deren Arbeitgeber ist Katar. Genau. Wenn man sagt, okay, man schaut nicht, dann kann man ja auch gar nicht Pessimist oder Optimist sein, sondern man legt einfach die Hände in den Schoß und man sagt, okay, hier sind meine Waffen, die existieren nicht. Ich als Konsument habe eben keine Chance, außer nicht schauen. Es geht mir ja nur darum, dass es theoretisch ja wirklich zu schaffen ist, sich einem Turnier einmal zu verweigern. Um es zu schaffen,
dass klar ist, okay, wir haben jetzt den Punkt, also wir als FIFA haben den Punkt überschritten, jetzt ist es halt wirklich, jetzt bricht es halt. Aber das glaubst du ja selber nicht, dass das so der Fall wäre. Also, das ist ein Kernpunkt, ne? Komplett. Ich komplett, als Individuum habe ich eine Verantwortung und spiele ich die aus oder sage ich, ich bin ja nur einer von 80 Millionen oder am Ende einer nur von 8 Milliarden, es macht keinen Unterschied. Nee, das macht dann einen Unterschied, in welcher Konsequenz man das macht. Jetzt ein Turnier zu boykottieren und dann wieder ganz normal zu schauen und ich schaue weiter Champions League und kaufe meine Paris Saint-Germain-Trikots und meine Bayern-Trikots mit dem schönen Qatar Airways auf dem Ärmel, das verändert natürlich nichts im Großen und Ganzen. Als Konsument, da bin ich der festen Überzeugung, hast du immer eine Chance. Wir sprechen aber auch gerade über das Individuum. Wer macht's einzeln, bevor wir wieder auf das ganz große Feld des riesigen Geldes dann gehen, wo der Einzelne zu beiträgt. Ein Einzelner steht auf. Und zwar ein Fan vor dem Botschafter aus Katar und sagt Folgendes: Ich bin ein Mann und ich liebe Männer, ich habe Sex mit Männern. Gewöhnen Sie sich daran oder bleiben Sie dem Fußball fern? Wie ging es dir, als du das gesehen hast? Ich fand das einen sehr berührenden Moment. Das ist natürlich wirklich die maximale Konfrontation, wahrscheinlich auch beleidigend aus seiner Perspektive. Wenn man sich vorstellt, dass es ein Land ist, in dem Menschen im Zweifel die Todesstrafe bekommen, wenn sie homosexuell sich offen zeigen. Natürlich hat mir das gut gefallen, wenngleich ich, und da bin ich dann eher bei Jonas, dann auch schon mittlerweile mit so viel Ernüchterung auf solche Sachen blicke, dass ich auch weiß, das ist eine tolle Geste. Also ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, um ehrlich zu sein. Also mich hat es nicht nur berührt, sondern mich hat das auch fast schon zum Verzweifeln gebracht. Weil ich mir dachte, das ist der eine, der steht auf und das ist genau das, was alle nehmen es auf. Alle nehmen es natürlich auch irgendwie wohlwollend auf, weil sie denken, okay, da ist jemand, da tut jemand was. Im Idealfall hat jeder diese Courage, aber die Hauptakteure sind die Spieler. Das ist einfach so und das wird auch so sein. Und wenn die etwas machen würden und wenn die sich im Kollektiv zusammen sind, aber das müssen dann alle sein, sodass da am Ende werde ich für die Nationalmannschaft berufen, weil alle anderen abgesagt haben, so ungefähr. Lasst uns da gleich tiefer nochmal reingehen. Ganz spannender Punkt. Erstmal jetzt vielleicht nochmal maximale Klarheit. Helft mir, Platz zu schaffen, den brauchen wir dafür noch. Das sind zwei Medienprofis und die sind natürlich abgebrüht und tänzeln hier gerade so ein bisschen umeinander rum wie beim Boxkampf beim Aufwärmen. Ich will jetzt, dass wirklich die Fetzen fliegen und deswegen müssen die jetzt ganz konkret sagen, wo stehen sie und schreien. Für Fußballfans brauchen im Stadion ja die Botschaft manchmal ziemlich klar auf einem Banner, dass man auch noch nach zwei, drei Stadionpilz versteht. Und diese Banner habe ich jetzt mal für euch mitgebracht. Klare Botschaft jetzt zur Frage, WM boykottieren oder nicht? Was ist dein Kernpunkt in einem Satz bis hierhin? Und es ist gut, um dir ein bisschen Druck aufzubauen. Du twitterst den ganzen Tag, ja, ja. Niki, was soll das denn jetzt? Jonas ist schon fast fertig. Wenn Adolf Hitler nicht vorkommt in diesem Text, bin ich enttäuscht. Witz, hättest du gerne da drin. Würdest du das auch so twittern? Ja. Die Idee ist jetzt folgende, ja, wir stellen uns ein riesiges Fußballstadion vor, 360 Grad und Richtung Fans, Richtung Kamera. Ja, das fällt euch bestimmt auf den ersten Blick schwer, aber hier wurde schon geschrien und hier muss auch wieder geschrien werden auf dieser Couch. Oh mein Gott. Haut mal bitte euren Spruch so raus, wie Fans das jetzt machen würden, richtig skandieren und je lauter ihr das kriegt, umso überzeugender wird das erstmal wirken. Bitteschön. Hinschaut ist mit Hitler. Schaut hin. Hinschaut schaut hin und habt Kritik. Hinschaut schaut ist hin. Mit Hitler. Schaut hin, setzt euch damit auseinander. Ja, schreien ist nicht so mein Ding. Also ich bin jetzt auch nicht der Lautsprecher. Da hat sich Micky natürlich in seiner Entertainer-Rolle ein bisschen wohler gefühlt. Hinschauen ist mit Hitler! Wegschauen ist mit Hitler! Ich habe mich in der Situation des Schreiens nicht besonders wohl gefühlt, weil ich generell kein großer Freund von Schreierei bin. Das geschieht mir bei Twitter schon täglich auf andere Art und Weise. Wer wegschaut, macht einen Fehler. Hinschauen kritisch, ist mit Hitler. Kritische Auseinandersetzung. Hammer. Diplomatie und Diskurs. Leute, ich genieße es so sehr, vor allem, weil du noch adaptiert hast. Wunderbar. Darf ich euch die abnehmen? Wenn wir so Vergleiche aufmachen mit Hitlern oder die Olympischen Spiele im Dritten Reich, jetzt mit der WM in Katar, dann springt in unserem Kopf sofort eine Bewertung an. Ist dieser Vergleich passend? Ist das eine nicht viel schlimmer als das andere? Darum geht es den beiden hier aber nicht. Die wollen die Bilder, die Gefühle, die Emotionen, die in ihnen wirken, greifbar machen. Und dann ist so ein Vergleich okay. Eure Botschaft ist so klar, hinschauen ist mit Hitlern. Ja. Heißt? Dass man sich tolerant gegenüber einem diktatorischen System zeigt. Aber verändern kann man es natürlich nicht, wenn man gar nichts macht. Dann ist man natürlich noch mehr in seinen alten Gewohnheiten. Also im positivsten aller Sinne veränderst du es vielleicht kurzfristig, aber langfristig die Ausbeutung von Menschen ist natürlich wirtschaftlich immer wesentlich besser, weil effizienter, als langfristig für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Und warum sollen sie es verändern, wenn der Rest der Welt schon längst wieder woanders hinguckt? Klar, aber warum sollen sie es überhaupt verändern, wenn niemand jemals hingeschaut hat? Die Alternative wäre,
wir lassen Katar komplett, ich will das überhaupt nicht gutheißen, ja, überhaupt nicht, aber ja, wir lassen die einfach alleine in ihrer Gemengelage. Das ist ein islamisches, arabisches Land, von dem wir vielleicht, wo wir die Kultur nicht so richtig gut verstehen, mhm, wo wir nicht wissen, okay, was passiert denn da überhaupt? Und die Alternative wäre einfach zu sagen, interessiert uns nicht. Mhm. Fußballfans mit einem Schild anschreien ist das eine, hat gut funktioniert. Wir haben jetzt ganz klar, wo die beiden stehen. Aber ich will wissen, was passiert, wenn jemand anfängt, mal wirklich kritisch nachzufragen? Ihr beiden, bitte einmal auf die Couch, einfach Platz nehmen, denn wir haben jetzt etwas vor, wo wir noch ein bisschen Stimmung für brauchen. Ihr kennt vielleicht folgendes Phänomen: Man macht irgendwas und ist trotzdem der Meinung, das geht komplett gegen meine Werte. Nennt man in der Psychologie kognitive Dissonanz. Ich bin eigentlich für A, mhm, und tue trotzdem B. Ja. Und bei dieser WM könnte man ja sagen, wir sind alle hoffentlich für die Rechte von LGBTQ-Communities, wir sind alle gegen irgendwelches Missachten der Frauenrechte und so weiter. Wir wollen nicht, dass Arbeiter sterben. Und trotzdem wird es Leute geben, die das gucken. Und ich will jetzt wissen, was ist denn dann im Kopf von Jonas los, der jetzt als Vater seinem süßen Sohn Micky erklärt, wieso wir denn die WM doch geguckt haben. Micky, du wirst jetzt dieser Sohn, mhm, und legst dich mal bitte so bei deinem Papa auf den Schoß, auf der Couch. Dann werde es Nacht. Okay. Papa? Ja? Da sind doch ganz viele Menschen gestorben in Katar. Die wurden alle umgebracht. Warum hast du das denn trotzdem geguckt, das zu dir? Du hast ja gesagt, man bringt keine Leute um. Das ist auch so und das sollte man noch nicht tun und man sollte das auch nicht unterstützen. Aber ja, man muss die Leute auch ein bisschen erziehen, im Sinne von, man muss den Leuten zeigen, was also dort passiert. Dann dürfen die Leute umbringen und dann gehst du hin und sagst, mach das nicht und guckst trotzdem. Nein, aber man muss die Aufmerksamkeit dazu generieren, dass es eben schlecht ist. Dann sollen mehr Leute hingucken, wie die umgebracht werden. Das wäre im Zweifel gar nicht so schlecht, weil dann mehr Leute verstehen, dass es falsch ist und dass solche Vergaben falsch sind. Aber wenn ich jetzt jemandem einen Stein auf den Kopf hau, dann holst du ganz viele Leute, die sollen sich das angucken. Ich muss gestehen, jetzt muss ich mir gerade selber mal ins Gesicht gucken, analysieren. Da versucht einer in der Rolle des Psychotherapeuten zu bleiben und hat große Schwierigkeiten, weil es irgendwie so lustig ist. Nee, die Tat bleibt dieselbe, die bleibt falsch und die sollst du auch nicht tun und das sollst du auch in der Zukunft nicht machen. Aber wenn mehr Leute verstehen, dass es falsch ist, dann verstehst auch du leichter, dass es falsch ist. Es gucken nur mehr Leute zu. Ja, aber dadurch verschafft man sich eine mehr Aufmerksamkeit und mehr Bewusstsein. Dann noch mehr Leute, wenn ich jemandem einen Stein auf den Kopf hau. Genau, dann machst du es beim nächsten Mal nicht mehr, weil immer mehr Leute sagen, dass es falsch ist. Generell mag ich das, andere Perspektiven einzunehmen, weil man ist natürlich gefangen in seiner Bubble, in seinem, ich sag jetzt mal, in diesem Confirmation Bias. Wahnsinn, Micky, also ganz kurz, diese schauspielerischen Leistungen, das war gefühlt kein Schauspiel, das muss echt gewesen sein, aber das war so gut. Vielen Dank, das war Hammer. Rollentausch, bitte, kriegt ihr das zu zweit hin? Einmal jetzt Jonas, ja, selbstverständlich, wird zum Kind. Selbe Frage, dein Sohn liegt auf deinem Schoß und will jetzt von dir ganz kritisch wissen. Und Jonas, du übernimmst als Kind. Papa? Ja? Was ist eigentlich in Katar damals passiert? Du meinst, warum ich das nicht geguckt habe, das Turnier? Mhm. Der Bundeskanzler von Katar, das ist ein ganz böser Mann, der hat Regeln in seinem Land und damit bin ich nicht einverstanden. Und du übrigens auch nicht. Du kennst doch den Onkel Jürgen und den Onkel Günther. Mhm. So, und die beiden haben sich ja ganz lieb. So, und die könnten zum Beispiel in Katar, könnten die gar nicht so über die Straße gehen, wie sie das bei uns in Castrop-Rauxel machen. So. Okay. Weil die nämlich dann, würden die nämlich aufgehängt werden. Werden da jetzt immer noch Onkel Jürgen und Onkel Peter aufgehängt? Die werden da immer noch aufgehängt. So, da war nämlich dann für einen Monat lang das Turnier in Katar, das Fußball. Und du weißt, wie sehr ich Fußball liebe. Ich gucke immer Fußball. Und damals nicht? Damals habe ich es nicht geguckt, weil ich wollte, dass der Bundeskanzler von Katar versteht, dass ich... Und hat er es verstanden? Manche sagen ja, manche sagen nein. Aber ich selber wollte das nicht unterstützen. Ich auch als Sechsjähriger habe schon gemerkt, da fehlen einfach auch so gewisse Stilmittel und da fehlt vielleicht auch ein bisschen Intellekt, um das Ganze rüberzubringen, damit auch wir Sechsjährige das verstehen. Aber kann ich ihm gerne noch mal beibringen. Wird's langsam wieder Tag, ihr dürft aufstehen. Brauchen wir um zurück zur Couch. Ich bin ja gegrillt. Nee. Das war lustig, es war voller Humor. Und das ist Psychologie eben auch. Nicht nur düster, sondern gerade wenn die Themen schwierig sind, kann Humor unglaublich helfen. Jonas, du hast keine Kinder, glaubst du aber als Sohn wärst du mit dir und deiner Papa-Erklärung zufrieden gewesen? Schwierig.
Also wahrscheinlich eher nicht, weil ich diesen Zusammenhang überhaupt nicht erklären kann in so einfachen Sätzen. Micky, du hast eine kleine Tochter. Ja. Will die gucken? Nee, glaub nicht. Wenn die gucken wollte, würdest du sagen, nee, geht nicht? Würdest du es dir so erklären wie Jonas oder würdest du sagen, nee, darfst? Ich würde tatsächlich sie wahrscheinlich sogar eher gucken lassen, weil ich finde es immer ein bisschen problematisch, Kinder in so jungen Jahren gleich schon so zu überfrachten mit den eigenen moralischen Wertvorstellungen. Was wir alle einzeln machen, ist ein Punkt, vielleicht mal über die Spieler gesprochen. Dein Bruder, berühmter Spieler, der ja auch schon in Situationen gewesen sein muss, wo ich mir vorstelle, dass da auch in einem Spielerkopf doch ganz viel wahrscheinlich einen umtreibt. Oder ist es so, dass dann Mats Hummels sagt, wenn er auf den Platz geht, blende ich alles aus? Man muss verstehen, was das bedeutet, Fußballprofi zu sein. Und ich mache den Fußballern da tatsächlich gar nicht so den Riesenvorwurf. Ich würde mir freuen, dass es mehr Fußballer gibt wie Sokrates oder andere politische Sportler. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass wir diese Fußballer ausbilden im wahrsten Sinne oder dass wir die so erziehen wollen, dass sie sich irgendwie eine Meinung bilden oder dass sie diese frei äußern. Den Zug haben wir wirklich vor Jahren. Meinst du, glaubst du, das ist vorbei? Das ist vorbei, ja. Ja. Das wird nicht mehr, das wird nicht gewollt. Das wird von niemandem, weder die Sponsoren noch die Vereine. Ich glaube, das wird einfach, die Leute werden ja mundtot gemacht. Dieses Dahingehen als Spieler und Spielen, da ist es für dich okay zu sagen, da bin ich unpolitisch, da blende ich aus. Politisch muss man sein. Deswegen ist vielleicht auch dieses Wegducken des DFBs, was ja ewig und auch, glaube ich, immer noch eigentlich stattfindet, der falsche Weg. Sondern nimm die Spieler mit an die Hand, erziehe sie dahin und sorg dafür, dass, weil die haben Einfluss. Das sind im wahrsten Sinne Influencer. Ich glaube, dass Sportler politisch werden könnten, wenn es das System drumherum es zulassen würde. Wir hatten die Kinder, wir hatten jetzt nochmal ganz persönlich auch eure Standpunkte und wir haben sie eben angeschnitten, die Spieler, die auch eine riesige Reichweite haben und eine Position bekommen. Jetzt fehlt mir noch so ein bisschen die jeweilige Dirigentenrolle bei den Spielern. Ich habe was vorbereitet ganz zum Schluss, wo ich noch gucken möchte, ob wir da was zusammen hinbekommen. Noch einmal Platz, bitte. Es ist so ein Riesenthema und alle müssen irgendwie konkret, aber auch ja am Ende damit umgehen. Oliver Bierhoff, Hansi Flick, eure beiden Rollen. Hansi Flick, kannst du hier gerne umhängen? Das für dich. Pass auf, du stellt euch gerne mal da hin. Ich bin der anzusprechende Teil der Nationalmannschaft. Wir stellen uns vor, Kabine, vor dem ersten Spiel Katar WM. Die beiden Trainer haben sich jetzt was überlegt, was sie den Spielern mitgeben, um zu sagen, so können wir vielleicht doch ein Zeichen setzen, so können wir was machen. Bevor jetzt alle ausrasten, die Crew hat es mir gerade auch schon gesagt, Oliver Bierhoff ist Manager, nicht Trainer. Ich interessiere mich nicht für Fußball, ich interessiere mich für Psychologie und die steckt ja hier wohl auch drin. An die Spieler und so, wie ihr die anfeuern würdet, wie ihr die jetzt motivieren würdet, weil die müssen ja alle mitmachen gleich. So, pass mal auf, ihr Arschlöcher. Also folgendermaßen läuft's gleich. Ihr geht da raus, ihr gewinnt das Spiel, ihr haut Frankreich 3-0 weg. Und nach dem ersten Tor, machen wir es nach dem Tor oder direkt? Nee, wir machen es vorm Spiel. Vorm Spiel? Gut, vorm Spiel haben wir zusammen im Mannschaftsrat ein Trikot entwickelt. Das habt ihr über eurem normalen Trikot und unter der Jacke. Und in dem Moment, in dem das Foto vor dem Spiel, das gemeinsame Foto, und ihr steht Hand in Hand zusammen, habt ihr ein Trikot der Nationalmannschaft in Regenbogenfarben an. Und das zieht ihr an und dann zeigen wir nämlich mal den ganzen Pfeifen, was westliche Werte sind. Ne? Wir sind ja schließlich nicht nur zum Fußballspielen hier, sondern wir stehen ja auch für Europa, wir stehen ja für westliche Werte. Und ihr Tröten, ihr macht das jetzt. Hab nichts verstanden, Trainer. Ja, du bist ja ein bisschen doof. Dann machen wir Plan B. Neuer, du küsst Goretzka auf den Mund. Und dann geht's ja, so wird's irgendwie laufen. Micky, Jonas, Riesenthema. Nimm mal Tic-Tac. Immer wieder auch ist uns euer Humor begegnet, was mich sehr gefreut hat. Und trotzdem bleibt es ein ernstes und schwieriges Thema. Ja. Nach der WM sehen wir uns privat vielleicht nochmal wieder auf einer Couch zur Paartherapie. Okay. Ansonsten spätestens zur nächsten Staffel. So, danke, dass ihr beiden da wart. Jetzt auf dem Platz. Wir kennen es. Bitte schön. Danke. Nach die Ansicht. Also ein Kompromiss zu finden, der da lautet, wir gucken jetzt das eine Spiel ja, das andere nicht. Da halte ich es dann mit Adorno. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also ich glaube, meine Position wurde durch Micky schon irgendwo ein bisschen weiter in die Mitte gerückt. Und am Ende bin ich wieder zurückgerutscht, weil ich mir denke, so, es ändert ja nichts. Dann schaue ich weg und was passiert dann so? Dann probiere ich lieber meine Möglichkeiten zu nutzen und mich selber auch mehr zu informieren und selber diese Bühne einfach zu nutzen. Ich snack mir noch ein paar Chips und hoffe, du hast die Folge so genossen wie ich. War ein bisschen lustiger, ein bisschen anders als sonst. Aber gestritten wird ja auch, und psychologisch war es auch, und damit geht es direkt weiter. Jetzt in der ZDF Mediathek.